wollte, dass ich mich immer besonders zurecht mache. So wie eine vom Strich. Hier in Deutschland war sie 3 Jahre in Bordellen. Und überhaupt meine erste Frau, die ich hier hatte, die ist mit 12 von Kenia hierher gebracht worden. Ich bin durch einen Bekannten nach Deutschland gekommen. Alle wussten, dass er dort ein Restaurant besitzt. Er hat mit meinen Eltern gesprochen und sie haben ihm vertraut. Mädchen, alleingelassen, eingesperrt. Wir sind Verbrechen auf der Spur, die sich auch in unserer Nachbarschaft abspielen. Junge Mädchen, eigentlich noch Kinder, nicht älter als 15 oder 16, die in die Prostitution getrieben werden. Erste Spuren führen uns nach Rumänien. Wir haben von einer Hilfsorganisation die Adresse eines Mädchens bekommen, das sich in Deutschland prostituieren musste. Sie will mit uns reden, sagt man uns. Wir sind auf dem Weg zu ihr. Der Wohnort des Mädchens ist ein Dorf nahe der serbischen Grenze. Ramona, so möchte sie genannt werden, ist bereit zu reden, will aber unter keinen Umständen erkannt werden. Sie hat immer noch Angst. In ihrer Gegend reicht den Menschen das Geld kaum zum Leben. 200 Euro im Monat sind der Durchschnittsverdienst. Es war ein Bekannter meiner Freundin. Er hat mich gefragt, ob ich in Deutschland als Küchengehilfin arbeiten möchte. Ich habe mich gefreut. Ich wollte auch meine Familie mit dem Geld unterstützen. Mit dem Bus ging es ins schöne Ungewisse, wie sie dachte. Ein Traum, aus der Armut in die vermeintlich gute, bessere Welt, nach Deutschland. Doch bereits am Tag ihrer Ankunft in Deutschland gibt es das böse Erwachen. Mir wurde gesagt, ich werde in einen Club gebracht werden, wo ich Geschlechtsverkehr mit verschiedenen Männern haben müsste. Und dann habe ich denen gesagt, dass ich eigentlich wegen anderer Arbeit nach Deutschland gekommen bin. Sie erwiderten, ich müsste das tun, was sie für mich bestimmten. Ramona ist nicht die Einzige. Uns liegen Aussagen eines 16-jährigen Mädchens vor, das mit ihr zusammen in Deutschland war. Wir nennen sie Andrea. Ich bin durch einen Bekannten nach Deutschland gekommen. Alle wussten, dass er dort ein Restaurant besitzt. Er hat mit meinen Eltern gesprochen, sie haben ihm vertraut. Da ich erst 16 Jahre alt war, war ihre Erlaubnis erforderlich. In Deutschland wurde ich zu einer Wohnung gebracht. Es sah so aus, als würden dort mehrere Frauen wohnen. Tags darauf sagte er mir, dass es keine Arbeitsstelle für mich im Restaurant gebe. Er brachte mich dann in den Club. Ich habe mich sehr erschrocken, ich hatte so etwas noch nie gesehen. Überall fand Gruppensex statt, ich musste bleiben, um die Schulden für die Reise nach Deutschland zurückzuzahlen. Andrea wurde vergewaltigt. Nicht einmal, sondern 100-fach. Die Reise ins Ungewisse wurde für die jungen Mädchen zum Horrortrip. Sie landeten in einem Bordell, vermittelt durch deutsch-rumänische Menschenhändler. Ich hatte täglich mindestens 30 Kundenkontakte. An den harten Tagen, das war freitags und samstags, hatte ich bis zu 60 Kunden am Tag. Die Mädchen sind monatelang gefangen. Und dann gibt es in genau jenen Bordellen, in denen sie waren, eine Razzia. Dutzende Mädchen und Frauen werden in den sogenannten Flatrate-Bordellen entdeckt. Viele von ihnen angeworben mit falschen Versprechungen. Flatrate, das bedeutet in diesem Fall, dass der Freier einmal zahlt und sich so viele Frauen nehmen kann, wie er will. Es gibt einen Prozess. Die Menschenhändler werden 2012 verurteilt, zu 5 und 8 Jahren. So weit, bis vor Gericht, kommt es selten. Mit den Opfern verdienten die Täter in kurzer Zeit Millionen. Die legale Prostitution ist ein gnadenloser Markt geworden. Ein Markt ist immer billiger. Geiz ist geil. Flatrate. Die Prostituierte ist per se zur Ware degradiert. Und dabei steigt die Nachfrage nach immer Jüngeren. Kindlichkeit und Teenie-Körper. Damit wird im Internet geworben.
Erst im Frühjahr wird eine 15-jährige Ungarin aus einem Bordell in Dresden befreit. Doch die wenigsten Fälle werden bekannt. Die Angst der Opfer auszubrechen, gar vor der Polizei gegen die Täter auszusagen, ist oft zu groß. Die Dunkelziffer, so das Bundeskriminalamt, ist unschätzbar hoch. In der Nähe von Frankfurt. Dieser Fotograf hat eine Kehrtwende gemacht. Vor einiger Zeit nahm er den Auftrag an, in kleinen, ländlichen Wohnungsbordellen Werbefotos von Prostituierten zu machen. Er fuhr zwischen Koblenz und Kassel hin und her. Er hat selbstbestimmte Prostituierte erlebt. Viel Positives, wie er sagt. Doch das, was er auch in den vielen versteckten Wohnungen sah, das lässt ihn bis heute nicht los. Ich habe das in diesen Gesichtern gesehen. Ich habe das fotografiert und das ist... Also, das ist entsetzlich. Allein schon, wenn man davon ausgehen muss, dass eine Person gegen ihren Willen zu Sexualdienstleistungen gezwungen wird, da muss man im Grunde genommen als Summe all dessen von viel tausendfacher Massenvergewaltigung sprechen. Man kann das gar nicht offen deutlich genug sagen. Tausendfache Vergewaltigung an solchen Personen, denen kein Schutz zuteil wird, die sich nicht wehren können, von denen hierzulande überhaupt niemand weiß, dass sie überhaupt da sind. Er war dort, in Dutzenden Wohnungsbordellen. Er weiß, wie es dort aussieht. Und er möchte uns zeigen, welche seiner Aufnahmen ihn zum Nachdenken gebracht haben. Also hier in diesem Fall kann ich auch sagen, bestenfalls volljährig. Bestenfalls. Mhm. Es gibt ein paar andere Bilder, da habe ich für mich ganz klar sagen müssen, hier, die ist nicht volljährig. Das ist auch jetzt ja, dieses Mädchen. Also nachdem ich dieses Shooting gemacht habe, mit diesem Mädchen, habe ich angefangen zu recherchieren. Das war der Auslöser. Ein Foto hat er zur Anzeige gebracht. Aber was beweist ein Foto? Das Mädchen arbeitet längst woanders. Es gibt wenig Anhaltspunkte für die Polizei. Seit Liberalisierung der Prostitution im Jahr 2001 kann überall in Deutschland, in jeder Wohnung, in jedem Hinterzimmer Prostitution ausgeübt, angeboten werden. Niemand kontrolliert, unter welchen Bedingungen wer dort wie arbeitet. Erst recht nicht die Behörden. Die Freier bekommen die Angebote über das Internet, kriegen dort die Adressen der Wohnungsbordelle, die es überall in Deutschland gibt. Wenn wir jetzt, sagen wir mal, wenn jetzt eine Frau vor mir steht, die erstens sehr jung sein kann, sehr jung ist, und allem Anschein nach überhaupt nicht so aussieht, als würde sie dahin gehören, und dann vor der Kamera im Grunde genommen sich benimmt oder aussieht, den Eindruck macht, als wäre sie kurz davor zusammenzubrechen. Und wenn dann noch zusätzlich im Nebenzimmer irgendwelche sogenannten Cousins oder Freunde aus demselben Sprachraum warten oder da sind, dann fällt irgendwann der Groschen. Irgendwann wird klar, hier geht's nicht mit rechten Dingen zu. Seit Monaten ist der Fotograf politisch aktiv. Er findet, diese rechtsfreien Räume dürfen nicht sein. Er sucht Gespräche mit Hilfsorganisationen, Polizei und Politikern. Er möchte etwas dagegen tun. In Wohnungsbordellen fotografiert er nicht mehr. Wie viele tatsächlich minderjährige Opfer er sah, bleibt ungewiss. Doch eins ist klar, die wenigsten Fälle werden Polizei bekannt. Im Norden von Deutschland treffen wir ein junges deutsches Mädchen. Sie nennt sich Lena. Eine Beratungsstelle hat uns den Kontakt hergestellt. Auch sie möchte auf keinen Fall erkannt werden. Die Kamera darf ihr nicht zu nahe kommen. Sie will Distanz. Lena wurde mit 15 Opfer der sogenannten Loverboy-Methode. Es war so, dass ich auf dem Weg von der Schule nach Hause war. Und dann habe ich einen Jungen getroffen. Der hat mich so ein bisschen angemacht. Ich habe ihm meinen Yappi-Account gegeben. Das ist sowas wie Facebook. Und dann hat es so angefangen, dass wir ein paar Mal geschrieben haben. Und es wurde dann immer vertrauter. Wir haben uns dann immer besser verstanden und dann auch getroffen. Er war halt so, dass er so schöne Sachen zu mir gesagt hat, die ich so toll fand, dann habe ich mich ziemlich in ihn verliebt. Sodass ich zu diesem Zeitpunkt wirklich fast alles getan hätte, was er von mir wollte. Mit der Zeit habe ich mich irgendwie immer mehr und mehr an ihn gebunden gefühlt. Dann wollte er,
dass ich mich besonders zurecht mache. Schon so wie eine vom Strich. Ich will dir jemanden vorstellen, das war dann meistens der Satz. Wir sind dann in die Wohnung gefahren. Die Typen waren meistens viel älter als ich. Und es war auch ziemlich eklig, weil in dem Moment hat er mir das Gefühl gegeben, dass das total normal wäre, mit anderen zu schlafen, so hier und da. Lena musste sich in privaten Wohnungen prostituieren, mit 15. Wir sind beim Berliner Landeskriminalamt. Hier gibt es seit einigen Jahren ein Fachkommissariat Kinderhandel. An diesem Arbeitsplatz werden Terabyte-Festplatten der pädophilen Täter ausgewertet, in der Hoffnung, Hinweise auf weitere Täter zu bekommen. Es passiert nicht nur mit sogenannten eingeschleusten oder eingereisten Minderjährigen, sondern mit deutschen Kindern, auch hier. Gerade bei den Jungs, aber auch mit deutschen jungen Mädchen. Also dieses Loverboy betrifft in erster Linie hier in Deutschland auch deutsche Mädchen. Das andere, Loverboy, die werden auch so in den Herkunftsländern da angeworben. Also es ist immer noch das klappt irgendwann, wenn dann das Mädchen emotional von diesem Zuhälter abhängig ist, dann wird der Knopf umgeschaltet mit diversen Möglichkeiten. Also entweder zu sagen, ich bin gerade in einer Notlage, kannst du mir mal helfen? Nur einmal musst du es tun und wenn du es nicht tust, dann ist unser gemeinsames Leben vorbei und, und. Darauf gehen dann die Minderjährigen in der Regel auch ein, weil sie in denen ja maßlos verliebt sind, emotional abhängig sind. Und dann bleibt es natürlich nicht nur bei diesem einmal. Und irgendwann kommt dann die nächste Stufe. Da wird dann der Zwang ausgeübt. Entweder der psychische oder der physische Zwang. Er hat sowas gesagt wie, dass er zu meinen Eltern gehen würde und denen erzählen von meinem Doppelleben. Das hat mir auf jeden Fall Angst gemacht. Ich hatte Angst, dass sie das erfahren von dem einen. Das hat er gesagt, wenn ich nicht mit zu ihm kommen wollte. Ich war immer noch verliebt, auch nach all den Sachen. Ich habe erst viel später begriffen, dass er mich gar nicht geliebt haben kann. Weil er alles so geplant hat, was er gemacht hat. Kinder werden emotional abhängig gemacht, durchgeplant von Beginn an. Die Methode ist, erst anlocken und versprechen, Vertrauen schaffen, bis zur absoluten Abhängigkeit und dann Druck ausüben. Druck und Zwang, das sind die Elemente, mit denen die Kinder gefügig gemacht werden. So auch in vielen Fällen, die sich im Internet abspielen. Wir sind beim Bayerischen Landeskriminalamt. Ein verdeckter Ermittler zeigt uns die typische Methode. Hier ist zu sehen, wie ein ca. 10- bis 12-jähriges Opfer auf ihren Monitor blickt. Sie wird von der Webcam ihres Rechners gefilmt und sie beobachtet auf dem Monitor die Anweisungen, die vom Täter gestellt werden. Hier erfolgt die Aufforderung, sich den Oberkörper frei zu machen, zu entblößen und entsprechend vor der Kamera zu posieren. Im Internet tummeln sich ungeahnt viele Pädosexuelle, die auf Opfersuche sind. Der verdeckte Ermittler erklärt weiter. Der Täter versucht zunächst ein Vertrauensverhältnis zum Opfer herzustellen, in dem lockere Gespräche geführt werden. Im Nachgang ist aber die Strategie so, dass der Täter durch peinliche Äußerungen oder vielleicht peinliche Handlungen vor der Webcam, die das Opfer durchgeführt hat, versucht, einen Druck aufzubauen. Der Druck wird dadurch generiert, dass mit einer Veröffentlichung dieser Peinlichkeiten im Internet gedroht wird, sofern das Opfer nicht weitere Tathandlungen auf Anweisung des Täters durchführt. In diesem Fall des sexuellen Missbrauchs hat eines der insgesamt 70 Opfer Anzeige erstattet. Doch meistens verhindern Scham, Schuldgefühle und Angst diesen Schritt. Täter drohen mit Veröffentlichungen im Internet oder im echten Leben mit anderen Druckmitteln. Die Schwierigkeit darin liegt, dass die Opfer seltenst zu einer Aussage bereit sind, weil sie emotional abhängig sind von diesem Täter, auch wenn er sie schlägt, auch wenn er sie an die Drogen bringt, auch wenn er sie zur Prostitution zwingt. Und das macht es für uns als Polizei ungeheuer schwierig, die Beweisführung im Menschenhandelsverfahren letztendlich darzulegen. Es ist ein strukturelles Problem.
Ganz offenbar gibt es in Deutschland Minderjährige, die sexuell ausgebeutet werden. Auch gegen Geld. Eine jüngste EU-Studie zeigt, es gibt mehr Opfer und weniger Verurteilungen. In Deutschland sind mehr als 10% der Menschenhandelsopfer minderjährig. Wer kann da bei der Bekämpfung helfen? Aus Sicht der Europäischen Union? Ganz einfach, der deutsche Gesetzgeber, der Bundestag. Eine verbindliche EU-Richtlinie fordert von Deutschland schon seit 2 Jahren, den Menschenhandel besser und stärker zu bekämpfen. Zum Beispiel soll die Beweislast nicht allein bei den Opfern liegen. Es braucht mehr Opferschutz, gerade bei Kindern, ein Bleiberecht, um nur einiges zu nennen. Zudem, seit Jahren bekannt, Deutschland muss sein Prostitutionsgewerbe regeln, weil niemand weiß, wo welche Bordellbetreiber dahinter stecken und ob die Frauen und Mädchen ausgebeutet werden oder nicht. Diese EU-Richtlinie hätte bereits im April umgesetzt werden sollen. In den letzten 10 Jahren aber sind im Bundestag vor allem Arbeitspapiere, Pläne und Schriftsätze entstanden. Und nun, kurz vor der Wahl, gibt es einen Gesetzentwurf, der zwar Kontrollmöglichkeiten und ein verändertes Strafrecht vorsieht, der aber bei den Experten, die die Schicksale der Opfer kennen, nicht so recht ankommen mag. Ein verzweifelter Versuch am Ende einer Legislaturperiode. Als kenne die Regierung nicht schon die Kritik am Gesetzentwurf, lädt sie die Experten noch einmal ein. Echter Wille oder schaler Wahlkampf? Geladen sind polizeiliche Ermittler. Das Bundeskriminalamt, vertreten durch diesen Herrn, möchte sich vor der Wahl, vor der Kamera, zu diesem Thema nicht mehr äußern. Auch Vertreter von Beratungsstellen sind da, die seit Liberalisierung der Prostitution immer wieder ihre Bedenken vorgetragen haben. Diese Regierung und die Regierungen davor hatten Jahre Zeit, etwas Sinnvolles zu kreieren. Die Stimmung der Experten nach der Anhörung ist entsprechend. Ich bin ja schon bald geplatzt da drinnen, wie ich diesen Schwachsinn gehört. Das stimmt doch nicht. Nicht überdacht und wird, sagen wir, dem Problem insgesamt nicht gerecht. Der Gesetzentwurf, der jetzt vorgelegt wird oder vorgelegt ist, lässt die jegliche grundsätzliche Überlegung vermissen. Der kommt immer aus heiterem Himmel. Also ich finde geradezu auch so ein bisschen von oben herab. Schwester Lea Ackermann kümmert sich seit Jahrzehnten um Opfer von Zwangsprostitution. Ihr Verein Solvodi unterhält 12 Beratungsstellen in ganz Deutschland. Jetzt haben Sie doch gerade erzählt, ganz am Anfang von Ihrem Statement, dass Sie gerade erst in der letzten Woche ein 15-jähriges Mädchen... Ja, genau. Hier in Deutschland war sie 3 Jahren in Bordellen. Und überhaupt meine erste Frau, die ich hier hatte, die ist mit 12 von Kenia hierher gebracht worden und ist mit 12 auf dem Straßenstrich hier in Berlin gewesen. Schwester Lea Ackermann kennt die Justizministerin persönlich. Sie ist enttäuscht. Also ich kann es nicht verstehen. Ich kann auch nicht von der Frau Leuthäuser-Schnarrenberger verstehen, dass sie da nichts ändert. Denn ich halte sie für eine sehr kompetente Frau und auch für eine Frau, die sich fürs Recht einsetzt. Und sie hat auch früher schon Solvodi gekannt und unterstützt. Aber es muss wirklich was geschehen. Und ich kann es nicht verstehen. Und ich halte das auch ein bisschen den Politikern vor, dass sie da nicht reagieren und den Menschenhandel als so ein Verbrechen wahrnehmen können, der praktisch in unserem Land ungesühnt ist. Auch diejenigen, die Insider-Einblicke in die Szene hatten, sind erstaunt über den Entwurf. In diesem Gesetzesentwurf ist dann zu lesen, dass zwar Prostitutionsstätten, Bordelle, Laufhäuser, bordellartige Betriebe sein können und alle, die als solche von außen auch erkennbar sind, das heißt die ganzen Laufhäuser, die ganzen großen Sexclubs und so weiter, aber die privaten Räumlichkeiten, die Wohnungsbordelle, die Zimmerbordelle, die es Land auf Land ab überall gibt, ja, die fallen plötzlich aus dieser Regelung raus und in solchen Bordellen befinden sich solche Mädchen. Nee. Ja, das ist genau das Problem. Wieder in Rumänien. Die Zeit vergeht. Während die Politik in Deutschland wenig tut, freuen sich die Menschenhändler hier vermutlich über solide Bedingungen. Ein Gefängnis in der Nähe von Bukarest. Allein im Jahr 2011 wurden in Rumänien mehr als 400 Menschenhändler verurteilt. Die meisten werben ihre Opfer über Freunde oder Familie an. Wir bekommen ein Gespräch mit einem Täter. Wir wollen mit ihm über sein Geschäft und den deutschen Markt sprechen. Ich heiße Wenzel Wladimir.
Warum sind Sie hier? Wegen Menschenhandel. Ich habe 13 Jahre bekommen. In Rumänien bekommt man im Vergleich zu Deutschland viel höhere Strafen wegen Menschenhandel. Wir fragen ihn nach den deutschen Freiern. Sie sind süchtig nach den Frauen. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Sie sind besessen. Besonders von minderjährigen Mädchen. Die Deutschen wollen vor allem Minderjährige kaufen. Es ist erschreckend, wie nüchtern er sein Geschäft sieht. So, als hätte er nichts wirklich Schlimmes gemacht. Seine Meinung über die Kunden des Menschenhandels, die deutschen Freier, ist auch sehr interessant. Wenn Sie in Deutschland bezahlen, um Sex mit einem Mädchen aus einem anderen Land zu haben, denken Sie, sie gehört Ihnen und Sie können mit ihr alles anstellen, was Sie wollen. Mit einer Deutschen hingegen trauen Sie sich das nicht, denn sie kann sich besser artikulieren und bestimmen, wo die Grenzen der Freier sind. Diese moderne Form der Sklaverei bringt weltweit jährlich 32 Milliarden Dollar ein. Eine riesige Schattenwirtschaft, die tatsächlich selten bestraft wird. Die wenigsten Fälle kommen bis vor Gericht. Bis in solch ehrwürdige Hallen ist es ein weiter, weiter Weg. Vor allem für die oft traumatisierten jungen Opfer. Die Berliner Staatsanwältin Leonie von Braun führt demnächst einen Prozess gegen Menschenhändler, die auch Minderjährige nach Deutschland zur Prostitution gebracht haben sollen. Vorher wird sie hier die Zeuginnen vorbereiten auf ihre zentrale Rolle im Fokus aller Anwesenden, inklusive mutmaßlichen Tätern. Also ich versuche Ihnen zu verdeutlichen, in welchen Räumlichkeiten Sie aussagen werden. Zeige Ihnen, wo Sie sitzen müssen und vor allem, wo der Angeklagte sitzt. Und verdeutliche ich Ihnen, dass das leider durchaus eine erhebliche Nähe sein kann. In allen Fällen, die ich bisher bearbeitet habe, werden aber auch Schläge, Gewalt, Drohungen jeglicher Art angewendet. Und leider ist es auch so, dass die Täter wissen, wo sich die Familienangehörigen befinden, die Täter oft aus derselben Stadt kommen wie die Opfer. Und unsere Möglichkeiten, diese Familienangehörigen zu schützen, wie wir das mit den Zeuginnen dann versuchen, sind sehr begrenzt. Leonie von Braun weiß, wie schwierig es für die Opfer ist, auszusagen. Auch für sie geht der Gesetzentwurf nicht weit genug. Ihre Forderung? Dass strafprozessual der Opferschutz erleichtert wird. Das heißt, dass die Videovernehmung in der Hauptverhandlung zum Standard gehört in diesen Hauptverhandlungen. Dass man die nicht in jedem Verfahren neu erkämpfen muss. Doch auch diesen Opferschutz gibt der knapp gehaltene Gesetzentwurf nicht her. Der Bundestag Ende Juni. Letzte Sitzungswoche vor der Sommerpause. Das umstrittene Gesetz steht tatsächlich auf der Tagesordnung. Wir wollen wissen, warum dieses Gesetz, das die meisten Experten kritisieren, noch unbedingt durchgeboxt werden soll. Und warum gerade die Wohnungsbordelle, die besonders verbreitet sind, nicht in den Gesetzentwurf aufgenommen worden sind. Es gibt wenige Politiker, die sich mit dem Thema Zwangsprostitution ernsthaft beschäftigen. Der ehemalige Pastor Frank Heinrich gehört dazu. Doch der muss jetzt im Akkord abstimmen, vertröstet uns auf später. Wir sprechen mit einem Verwaltungsmitarbeiter. Aber da ist halt immer in dieser letzten Woche, das war auch in Bonn schon so und ist in Berlin nicht anders, ne, da ist halt immer diese Hektik angesagt, ne, weil, wie gesagt, die Zeit drängt. Die Zeit drängt. Als nächstes treffen wir den Regierungspartner, den FDP-Mann Hartfried Wolf. Wieso jetzt, so kurz vor der Sommerpause, ein doch relativ knapp gehaltenes Gesetz, dass, ob das jetzt die polizeilichen Ermittler sind oder ob das die Streetworker, die NGOs sind, die sagen, das ist irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch und damit können wir in unserer Praxis nicht viel anfangen. Das muss man sich doch vielleicht zumindest eingestehen dann. Rot-Grün hat damals versäumt, als sie die Liberalisierung gemacht haben, vernünftige Rahmenregelungen zu machen. Schwarz-Rot hat gar nichts gemacht, obwohl 2007 Frau von der Leyen schon sagte, da muss man was tun. Und wir haben in dieser Legislaturperiode wenigstens das hingekriegt. Und dann sage ich Ihnen auch ganz offen, lieber Kontrollmöglichkeiten, lieber Zuverlässigkeitsprüfungen, lieber auch hier an der Stelle die Möglichkeit, auch etwas konkret zu tun mit Auflagen,
als gar nichts. In erster Linie sind die anderen schuld. Verständlich. 4 Jahre lang standen aber nun seine Partei und die Union in der Verantwortung. Wieso haben Sie nicht diese Wohnungsbordelle integriert? Wie tatsächlich dann entsprechend Prostitutionsstätten definiert werden, müssen wir dann sehen. Das müssen wir dann sehen. Am Sankt-Nimmerleins-Tag. Frank Heinrich hat einen Verein zur Bekämpfung von Menschenhandel gegründet. Wohl auch, weil im Bundestag nichts vorangeht. Natürlich spielt sich gerade das Kriminelle in dem Bereich ab, der ja explizit aus dem Gesetz ausgeschlossen ist. Aber genau das ist mir ein Rätsel, wie das jetzt noch da drin verbleiben konnte. Und das wird auch nicht auf Dauer in unserem Sinne sein, dass es da drin bleibt. Woran liegt es, dass der Bundestag über eine so lange Zeit kein brauchbares Gesetz auf den Weg bringen konnte? Ja, das hört sich jetzt so an, als würden wir auf den letzten Drücker hier, wer weiß was, noch durchschleifen, was unausgegoren ist. 2 Sachen dazu. Das eine ist, da gibt es Vorschläge dazu seit 10 Jahren. Und dann hat es aber nicht genügend Zustimmung in den 3 möglichen Ausschüssen dazu gegeben. Wir als Menschenrechtler wären da sofort bei gewesen. Auch, dass man noch viel mehr gemacht hätte, als jetzt in dieser Mini-Veränderung oder diesen 2 kleinen Mini-Veränderungen da drin verabredet. Koalitionskämpfe auch beim Thema Menschenrechte. Wir wollen von der nächsthöheren Ebene, von der Justizministerin, wissen, was sie getan hat, um den Menschenhandel besser zu bekämpfen. Immer wieder haben wir angefragt. Wir bitten Sie persönlich um ein Statement, heute oder wann anders. Doch auch sie sieht die Verantwortung für die Ergebnisse nicht bei ihrem Ministerium. Ein Interview bekommen wir nicht. Das Gesetz wird dann tatsächlich noch durchgewunken. Und zwar am vorletzten Sitzungstag um kurz vor Mitternacht. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Wer stimmt dagegen? Enthaltungen? Der Gesetzentwurf ist mit den gleichen Mehrheitsverhältnissen wie zuvor angenommen. Angenommen, durchgewunken und mal wieder aufgeschoben. Gute Nacht, lieber Bundestag. Während der Bundestag nun ruht, der Wahlkampf sich eher gemütlich anlässt, geht das verbrecherische Geschäft weiter. Es gibt keine genaue Statistik oder Übersicht über die Masse an tatsächlichen Fällen. Wir beobachten nur, dass die zunehmen, tatsächlich wie Pilze aus dem Boden sprießen. Und wir, die spezialisierten Strafverfolgungsabteilungen bei der Staatsanwaltschaft und beim LKA, personell und von unseren Ressourcen eigentlich nicht hinterherkommen, wenn wir dem Anspruch gerecht werden wollen, jeden Fall gründlich auszuermitteln. Die meisten Fälle spielen sich aber ohnehin irgendwo versteckt ab, nie erkannt in unserer Nachbarschaft, in einer erschreckenden Parallelwelt. Ich versuche zu denken, dass nicht ich es war, sondern jemand anders, dem das passiert ist. Man hat mir die Kindheit geraubt. Ich bin nicht mehr so, wie ich mal war.